Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. Wenn eine Ehe auseinandergeht, steht für die Partner die Scheidung im Vordergrund. Vergessen wird oft die notwendige Vermögensauseinandersetzung. Rechtsanwalt Dr. Balke aus unserer Kanzlei wird Sie heute hierüber informieren. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die Ehegatten in der sogenannten Zugewinngemeinschaft leben. Das ist die vom Gesetz vorgegebene Form. Das bedeutet, dass das Vermögen der Ehegatten weiterhin getrennt betrachtet wird. Jeder Ehegatte kann sein Vermögen, was er hat, selbst vermehren, er kann selbst damit wirtschaften. Auch das, was er hinzuverdient, ist sein Vermögen. Scheitert die Ehe, kommt es aber zu einem sogenannten Zugewinnausgleich, beziehungsweise es kann grundsätzlich dazu kommen, denn dazu ist ein Antrag nötig. Der Zugewinnausgleich bestimmt sich danach, wie viel Vermögen ein Ehegatte im Laufe der Ehe verglichen mit dem, was er eigentlich schon mit in die Ehe gebracht hat, hinzugewonnen hat. Dieses Hinzugewonnene soll, hälftig geteilt, auch dem anderen Ehegatten, so er denn keinen Zugewinn gemacht hat, zugutekommen. Klassisches Beispiel, was dem Gesetzgeber da vor Augen stand, ist die sogenannte Hausfrauenehe. Das heißt, der Ehemann macht Karriere, verdient das Geld und die Frau sitzt meist oder ist zu Hause und sorgt sich um die Kinder und hat aber selbst natürlich nicht viel nominell dazu verdient, obwohl sie einen sehr, sehr großen Verdienst hat, den Ehemann den Rücken freigehalten hat und natürlich auch die Kinder erzogen hat. Und so soll sie eben auch hälftig an dem Zugewinn des Ehemannes profitieren. Im Übrigen, und das ist der nächste Punkt, spricht die Rechtsprechung auch immer noch von sogenannten ehebedingten Zuwendungen. Das sind auch Zuwendungen, die im Vertrauen auf den Erhalt der Beziehung gemacht worden sind. Das trifft eben auch Übertragungen von Immobilien, vor allen Dingen aber auch Investitionen, etwa in die Sanierung eines Hauses, welches dem anderen Ehegatten gehört, der Kauf eines PKW für den anderen Ehegatten und so weiter. Oder auch Zahlung von Mietkosten für eine gemeinsame Wohnung und so weiter und so fort. Ausnahmsweise können auch solche ehebedingten Zuwendungen im Falle des Scheiterns der Beziehung zurückgefordert werden. Trifft vor allen Dingen Zuwendungen, die etwa vielleicht die Schwiegereltern gemacht haben. Also Geld, was man der Schwiegertochter, dem Schwiegersohn zum Kauf eines Hauses gegeben hat. Ja, Darlehen mal außen vor gelassen. Die können also auch zurückgefordert werden, wenn jetzt eben diese Ehe scheitert, denn dann ist möglicherweise der Zweck dieser Zuwendung fehlgeschlagen. Und über diese Schiene können beispielsweise eben auch die Schwiegereltern mal gegebenes Geld grundsätzlich auch zurückverlangen. Im Übrigen bei Ehegatten, wenn sie etwas untereinander zurückverlangen, wird man immer sehen, na, wie hat denn der Ehegatte davon vielleicht über die Zeit schon profitiert. Und dann kann man natürlich nicht mehr den gesamten Betrag zurückfordern. Natürlich ist mit dem Zugewinnausgleichsanspruch, den das Gesetz vorsieht, nicht jeder Fall abgegolten. Nehmen wir nun mal den Fall, ein Ehegatte hat beispielsweise dem anderen Ehegatten etwa eine Immobilie geschenkt im Laufe der Ehe im Vertrauen darauf, dass die Beziehung natürlich hält. Und nun kommt es dazu, ja, die Beziehung scheitert. Derjenige, der die Immobilie zuvor verschenkt hat, wird auch noch bedürftig aufgrund von Krankheit und Behinderung und so weiter. Und der andere Ehegatte kann aber keinen Unterhalt zahlen, weil er selbst nicht leistungsfähig ist. In diesen Fällen kann man auch über die Regelung, über die Rückforderung von Schenkungen, hier etwa auch die Immobilie wegen Bedürftigkeit des Schenkers, so nennt sich das, zurückverlangen. Das bedeutet also, derjenige, der einmal die Schenkung gemacht hat an den anderen, kann dann ausnahmsweise diese Schenkung auch zurückfordern, um eine soziale Notlage auszugleichen. Das Schenkungsrecht sieht daneben eben auch vor, dass etwa auch wegen groben Undanks
des Beschenkten auch Schenkungen zurückgefordert werden. Eben wenn ein Ehegatte gegenüber dem anderen vielleicht straffällig geworden ist, diesen geschlagen, misshandelt hat und so weiter. Also auch da können Schenkungen zurückgefordert werden. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie die Steuerberaterinnen Anja Petter und Marion Setzefand. Kanzlei Sobczak & Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen, Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.